I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Servus Pyros und damit herzlich willkommen zu meinem diesjährigen kleinen Knallköppe-Feuerwerk-Unboxing. Ja, ich habe mir ein paar Kleinigkeiten bei Knallköppe bestellt. Und die würde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Die Bestellung ist nicht allzu groß wie letztes Jahr. Braucht ihr jetzt nicht so viel davon. Hab auch noch einiges da, wie im Restvideo zu sehen war. Aber ein paar neue Schmankets habe ich mir gekauft. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Ja, als allerersten Artikel hier oben drauf hätten wir einmal die Delta 1200 Rockets. Das sind diese neuen Argento-Raketen, kamen glaube ich im letzten Jahr raus. Das sind 10 Stück in der Packung drin, kosten so um die 12-13 Euro, also gar nicht so teuer, haben 108 Gramm NEM. Unten ist jetzt auch ein Abschussstiel mit drin, was letztes Jahr bei den manchen Raketen nicht so war, finde ich sehr geil. Ja. Karton habe ich schon mal aufgemacht, Adresse und so entfernt. Hoffe ich zumindest, dass ich alles erwischt habe. Und dann würde ich sagen, guck mal einfach mal rein. Rechnung nehmen wir wieder raus. Und dann gucken wir mal, was da drin ist. Ja, gucken wir uns schon viele Produkte an. Ich schiebe den Karton etwas zurück. Ich nehme die Stück für Stück raus und dann gucken wir uns das nach und nach an. Als erstes hätten wir einmal die Alpha von Albert. Das Ganze gleich zweimal, weil die Ahsoka gab es leider nicht mehr. Da habe ich zweimal die bekommen. Das ist eine 7-Schuss-Batterie, recht kleinhandlich, kann man sich in die Weste oder in die Jackentasche stecken. Richtig geil, die Teile. Video folgt auch noch auf dem Kanal oder schon online. Habe ich beim MOL bzw. MFTB-Vorschießen bereits gesehen. Dann eine Gratisbeigabe. Grüße gehen raus an Justus, der hat mir das gepackt. Das BKS Alpha. Vom Rohr von Pyroland hatte ich so noch nicht. Hatte jetzt noch nicht wirklich viele Pyroland-Produkte. Bin ich mal gespannt drauf. Also ist eine Gratisbeilage. Dann hätten wir als nächstes die Thunderbolts von Argento erneut. Schöne Bombenrohre. Kaufe ich mir jetzt jedes Jahr für den Preis. Einfach tipptopp. 10 Stück in der Packung. Brauche ich nicht auspacken. Kennen die meisten schon. Dann hätten wir hier meinen absoluten Lieblings-Bombenrohr-Artikel. Mein Lieblings-Singershot. Die Screamshot Small von Funke. 10 Stück wieder in der Packung. Brauche ich auch nicht aufmachen. Habt ihr auch schon gesehen. Video dazu ist ja bereits auf meinem Kanal online. Dann hätten wir hier noch eine etwas größere Cake von Argento. Und zwar die Chiara. Eine schöne 10 Schuss Batterie mit 25er Kaliber und 130 Gramm NEM. Die können wir auch mal aufmachen. Die Cake ist natürlich im typischen Sechseckformat. Oben irgendwas draufgeschrieben, keine Ahnung. Sieht so aus, also so wie die vom letzten Jahr. Letztes Jahr hatte ich glaube ich die Saphir oder so. Ah, muss ich mal auf Karton gucken, der steht auch hinter mir, die Leerkartons. Die Saphir hatte ich und die Giftzwerg letztes Jahr. Haben mich auch beide sehr überzeugt, aber ich wollte dieses Jahr einfach mal was anderes haben. Somit habe ich mir die Chiara gekauft. Als nächstes hätten wir dann 10 römische Lichter. Habe ich mir einfach mal so mitbestellt, kosten nicht viel, irgendwie 2 Euro oder so. Sind von der Marke, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gute Frage, nächste Frage. Liu Yang. Das ist doch aber gar nicht Funke. Liu Yang Feuerwerks. Ne, ist von AP Feuerwerk. Aha. Keine Ahnung, wer das ist. Habe ich noch nie was von gekauft. Werden wir mal ausprobieren. Nächstes Jahr in Erika. Ich freue mich schon. Wieder mit den Jungs. Dann hätten wir hier eine Packung Silberblitzraketen von Funke. Schöne 10 Salut-Raketen. Ein bisschen zerdrückt, aber naja, meine Güte, was passt da in so einen kleinen Karton drin? Nicht so viel. Man muss ja effizient packen. Ja, sind 10 Salut-Raketen, schön klein, kosten nicht viel, 6, 7, 8 Euro. Dementsprechend wurde sie bestellt. Empfehle ich jedem nur. Das sind meine ziemlich Lieblings-Salut-Raketen, weil die halt einfach nicht so viel kosten. Dann als nächstes wieder ein Salut-Artikel und zwar zum ersten Mal die Salut-Raketen in Schwarz mit Silber-Crackling-Aufstieg. Die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Die habe ich beim MFTB-Treffen letztens gesehen und die waren richtig geil, richtig laut. Kauft euch die Teile, wenn ihr sie noch bekommt. Und dann das Äquivalent dazu, die roten Salut-Raketen. Leider schon etwas dreckig, der Karton ist aber egal, ihr habt noch einen ganzen. Ja, sind schöne Salut-Raketen, kosten nicht viel. 10 Stück in der Packung mit einer NEM von 80 Gramm, sprich 8 Gramm pro Rakete.
Was haben wir denn noch? Oh, ich spüre noch einen Gratisartikel, den ich nicht bestellt habe. Und zwar ein Pech und Schwefel in der Farbe Salut Orange. Grüße gehen da auch wieder raus an Justus. Dankeschön fürs mit reinpacken. Und dann war es da schon so ziemlich. Bis auf einen dicken Klopper habe ich mir wieder bestellt. Den konnte ich nicht sein lassen. Und zwar die Magnum Wicked Warload. Eine 500 Gramm Blinkerbatterie mit 20 Schuss. Finde ich richtig geil, das Teil. 30 Schuss sogar. Huch, wieder komplett verguckt. Gedächtnis spielt mal wieder nicht mit. Alzheimer knallt rein. Ja, ist eine geile Cake. Für 20 € empfehle ich die nur jeden weiter. Und dann würde ich sagen, bauen wir gleich mal die Gesamtübersicht auf. So, dann hätten wir hier einmal die Gesamtübersicht der kleinen Bestellungen. Es sind keine Böller dieses Jahr dabei, weil ich noch recht viele hatte. Oder mir halt einfach woanders welche besorgt habe oder einkaufen werde. Nochmal zusammenfassend habe ich mir bestellt die schwarzen Salut-Raketen, ein gratis Pech und Schwefel. Ich habe mir bestellt Röhm Schlichter, ein 10er-Pack, die Thunderbolts von Argento, die Screamshot Small, die Chiara von Argento, nochmal näher dran, ein wunderschönes Design, wie ich finde, die Wicked Warlord von Magnum, die Silberblitz-Raketen, die Delta Rockets, das Alpha beim Ohr, gratis Beigabe, danke nochmal Justus, zweimal die Alpha von Argento, beziehungsweise Albert oder Funke. Und dann noch die Salut-Raketen in schwarz, sage ich schon, in rot, das 10er-Pack. Ja, ist sehr salutlastig dieses Jahr, aber naja, was will man machen? Viele bunte Artikel haben wir noch, habt ihr ja im Restvideo gesehen, fast nur Leuchtfeuerwerk, deswegen braucht man ein bisschen was, was auf die Fresse gibt. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Meine Fragen an euch, habt ihr schon bestellt? Wo bestellt ihr? Werdet ihr noch bestellen? Oder geht ihr einfach nur in die Discounter? Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ciao. Das Element, was uns verbindet, ist das Pyro. Blauer Himmel, kalte Luft, ein paar Böller in der Jacke. Bin ich unterwegs am Tag der Tage und lass es krachen, weil mich keiner aufhalten kann. Das ist mein Tag, auch wenn es keiner begreifen kann. Blauer Himmel, kalte Luft, ein paar Böller in der Jacke. Bin ich unterwegs am Tag der Tage und lass es krachen.